Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und begrüße euch zu einem neuen Odin war shoppen bei Holi oder weiß ich nicht, wie ich es nennen soll, also die monatliche Bestellung bei Holi oder so würde ich es nennen. Ich musste nämlich wieder bestellen, weil mein Eistee alle war. Ich bin momentan voll auf Eistee, also ich trinke den Energy immer noch, Shark ist immer noch mein Liebling. Aber, muss ich mal gucken, wie das drauf geht, da hier oben. Aber mein Eistee war alle. Und da hatten sie jetzt ein Angebot. Ich habe auch wieder mit Gutschein gemacht, weil ich hatte genug Punkte, konnte den Gutschein einlösen. Leider haben sie nicht mehr bei Sales meinen Apfel gehabt. Also musste ich den einzeln bestellen. Das ist aber gut verpackt hier. Ja, ich werde das alles mal hier vorne hinlegen und hier kurz auspacken, damit ihr das seht. Ich habe auch wieder was gratis gekriegt. Ein Metalltyp habe ich gratis gekriegt. Die haben auch wieder neue Geschmäcker bei Holi, beim Eistee. Einen davon habe ich bestellt. Zitrone habe ich mit. Die haben auch Zitrone jetzt neu. Zitrone habe ich mir noch nicht so richtig zugetraut, weil ich hatte damals ja auch Vital Body Plus den Sirup immer geholt und da habe ich auch mal Limette probiert und es hat ein bisschen wie Klostein geschmeckt und das ist irgendwie in Erinnerung geblieben und da habe ich mich jetzt bei Hodi jetzt noch nicht so rangetraut. Ich habe mir einmal bestellt Acai Hibiskus, das schmeckt wirklich gut, das habe ich rausgefunden, weil ich ja diese Probepackung bestellt habe und die habe ich bestellt zusammen mit einem Holi-Becher. Ja? Also praktisch Acai und dann hier ein Holi-Becher, weil den habe ich ja nur in lila und in grün für Apfel und bei Acai ist er halt gelb. Ja? Sieht man das? Ja. Ich wollte auch die Giga-Bottle haben, aber die hatten sie nicht mehr. Die ist ausverkauft. Dafür habe ich aber, das kann ich ja hier schon mal, kann ich ja hier mal anmerken, habe ich mir eine bei Amazon bestellt für 9 Euro. Ich wollte eigentlich schwarz haben, habe dann aber weiß genommen, also durchsichtig genommen, weil dann sehe ich wenigstens, wie weit, sagen wir mal, drin ist. Und hat auch eine schöne große Öffnung, da kann auch große Eiswürfel rein. Ja, und warum habe ich mir die bestellt? Ja, da werde ich mir meinen Apfeleistee machen. Also praktisch, das ist eine 2,2 Liter Flasche. Und dann mache ich dann hier 1,5 Liter drin von der Wasserflasche. Kühl natürlich. Und dann mische ich mir in so einem Becher 500 Milliliter Wasser. Also praktisch 500 Milliliter Wasser mit zum Beispiel jetzt von Acai. Anstatt einem Löffel, vier Löffel. Und dann schütte ich das da in den großen Bottich rein und dann kann das im Kühlschrank schön kalt. Und dann kann ich mir immer so 500 oder 1 Liter nehmen und dann halt so trinken. Weil, ja, geht schneller. Dann habe ich mir bestellt, das spricht lecker zu werden, Red Grubs Hibiskus. Also rote Beeren mit Hibiskus. Also Red Grubs, rote Weintrauben oder keine Ahnung. Ich kann kein Englisch. Und den wollte ich unbedingt testen, da weiß ich nicht, wie er schmeckt. Und weil mein Apfel, der war ja eine Weile nicht lieferbar und weil ich den ja beim ersten Mal innerhalb von 10 Tagen, 12 Tagen alle gemacht habe, habe ich mir diesmal bestellt zwei, dass ich wenigstens einen halben Monat hinkomme. Oder jetzt, weil wenn mir der Red Grubs ja schmecken sollte und Acai hat mir auch gut geschmeckt, das kann ich gut mit hin und her tauschen, dass es dann halt ein bisschen länger hält. Die blaue Beere, die ist mir zu kräftig, die sie da hatten. Also was ich beim letzten Mal bestellt hatte, die ist mir viel, viel zu kräftig. Die habe ich jetzt rausgefunden und jetzt mische ich sie mir nicht mit einem ganzen Löffel, jetzt mische ich sie mir mit
etwa so einen halben, bisschen über einen halben, ein bisschen über einen halben Löffel. Dann ist es erträglich, dann kannst du trinken, es schmeckt dann. Aber es ist nicht mein Geschmack für All Day. Also All Day ist eindeutig Apfel. Shisha-Apfel haben sie ja nicht mehr, also Doppelapfel. Also ich würde mich echt freuen, wenn sie vielleicht von Normalapfel noch einen Doppelapfel machen. Jetzt nicht als Shisha-Version, sondern als reine Apfelversion. Roter und grüner Apfel oder noch einen roten Apfel. Papa, guck mal, der hat, Josie hat mir alle Eier vom Küken weggefressen. Weggegessen, ja, da werden wir mit Josie mal meckern, warum sie die weggegessen hat. Das ist nicht nett, genau, wenn sie dir da deine Eier wegfuttert. Ja, dann muss man erst fragen. Da muss man erst fragen, da hast du vollkommen recht. Du siehst echt dumm. Nein, ist sie nicht. Ja. Nur gemein ist sie. Ja, immer klaut immer meine Süßkram-Sachen. Wieso macht das Josie? Weil sie gerade Hunger drauf hatte. Warte kurz, Papa macht noch das und dann. Ich spiele gerade mit ihrem Barbie-Spiel oder Feuereinhorn. Und dann habe ich noch einen schwarzen Cube, also einen schwarzen Behälter mit Hodi drauf. Da ist Metall. Und hier lauter Hodi-Aufkleber. Und das kannst du dann halt zumachen. Und dann ist dann halt luftgeschützt und wird dann nicht hart. Ja. Wenn man es halt sich vernünftig einräumen will. Ich habe es bis jetzt, ich habe zwar auch zu Apfel und so Tubes, aber ich habe die bis jetzt ehrlich gesagt nicht in den Tubes gehabt. Ich habe die auf dem Tisch und dann eigentlich immer in dem Beutel gehabt, weil das auch wenig Platz wegnimmt. Dann kannst du so nebeneinander im Regal stellen. Und hier ist mit dem Verschluss hier zumachen. Wartet mal, so. Hier ist ja oben so ein Verschluss. Das funktioniert eigentlich recht gut. Aber der Typ war gratis und da habe ich ihn mitgenommen. Und ich werde jetzt habe ich ja genug, jetzt kann ich da halt, ich werde das mal testen, dann werde ich mal in den Typ drin machen. Dann kann ich mir so den Typ nämlich hier auf den Platz stellen. Und weil ich mir das ja immer während des Streams auch direkt live anmische oder so, weil ich da nicht extra eine Küche hier, ich habe dann mein kaltes Wasser hier. Ja, maximal Eiswürfel holen, zack, gemischt, zack, bumm, hast du gleich was zu trinken. Aber jetzt habe ich auch die 2-Liter-Bottle. Da kann man sich das dann gut, einfach mal einen Liter abzwacken oder 500 Milliliter mit Eiswürfeln dann noch, also nicht zu viel, weil sonst verwässert es, aber es wäre möglich. So, das soll es auch soweit zu dem Hodi gewesen sein. Wie gesagt, ich habe auch noch Sachen hier für Odin war einkaufen. Das, da kommt aber noch mehr. Das, deswegen, ich werde auch noch mal in Etappenvideos machen mit den einzelnen Sachen für Odin war shoppen. Aber die kommen jetzt in den nächsten 2-3 Wochen verteilt und einige Sachen würde ich anbauen und deswegen muss ich das in Etappen aufnehmen und deswegen dauert ein Odin war shoppen noch ein bisschen länger, bis das denn kommt, weil dafür ist, ich brauche nicht für 2-3 Sachen da ein Onima Shoppen machen. Und wenn dann Mike immer in ein Shopping-Video für Prime Day komplett, wo dann alle Sachen von Prime Day drin sind, was ich in der Zeit gekauft habe. So, nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, nicht vor die Kamera, du weißt, Mama mag das nicht. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, haut da rein, Ahoi, sagt euer Odin. Tigger darf in die Kamera, ja. Wieso darf Tigger in die Kamera? Warum Tigger in die Kamera darf? Ja. Weil Tigger schon erwachsen ist und Mama möchte nicht, dass du zu sehen bist. Und wieso nicht? Weil du noch ein kleines Kind bist. Ich bin ja schon 4. Du bist schon 4, ja, aber wir möchten halt nicht, dass du... Ich bin ein kleines Kind mehr. Nein, bist du nicht, aber wir möchten halt nicht, dass du vor der Kamera zu sehen bist. Wenn du alt genug bist, so wie Josie, habe ich damals auch nicht vor die Kamera gelassen. Wenn du 14, 15 Jahre alt bist und das noch möchtest, dann kannst du gerne auch mal in Videos mit bei sein. Also musst du noch 10 Jahre warten. So, aber jetzt wirklich. Ahoi, sagt euer Odin.